Recht herzlich willkommen zur 228. Folge von City Skylines. Ja, letztes Mal haben wir noch weiter hier unten irgendwo gemacht mit den Krematorien. Da fehlte ja was. Und ich verstehe jetzt nicht so ganz. Also wir sind hier mit Roten gesegnet, ne? Aber Gesundheit ist niedrig, das heißt, das könnte auch genauso gut hier eine Arztpraxis sein, die da fehlt, oder? Das wäre auch vielleicht das Problem. Was? Da wollte ich hin, da will ich hin. Kranke Bürger. Kranke Bürger, genau, da gibt es kranke Bürger. Aber hier ist auch alles so braun gemacht. Warum das denn? Ist da eine Industrie? Ist doch keine Industrie, oder? Zack, machen wir da mal einen Arzt hin. War doch hier ein Arzt, ne, oder? Ja, Arztpraxis. Und okay. Das ist Gesundheit insgesamt. Okay. Die ist hier wohl besonders schlecht in der Ecke. Was ist denn das hier? Das ist das Problem, was wir da haben. Machen wir weg hier. Müllverbrennungsanlage sitzt hier. Ach so. Ja, die ist hier wohl falsch, ne? Die sollte da bestimmt nicht sitzen. Ja, machen wir die mal da hin, ne? Zack. Jetzt müsste es hier dann mit der Zeit besser werden, dass das hier rundrum wieder schicker wird, ne? Ja. Muss mal gerade hier die Häuser abreißen. So ist es besser, ne? Sind auch noch ein paar. Mal gucken, wie das sich da entwickelt, dass das besser wird, dass der Dreck da wegkommt, ne? Das sieht aus, ja. Die anderen finden das dann schon gut, dann bleiben die eher, ne? Geht aber, ne? Interessanterweise sind, ach doch, hier sind auch Hochhäuser, die wollte gerade gesagt haben, die Hochhäuser hat es nicht getroffen, nur die ein die ja, Einfamilienhäuser, ne? Aber dem war dann doch nicht so. Wird schon werden. Es gibt doch Ecken, wo es ganz schön viele sind, die da nicht mehr wohnen.
Shit, das war falsch, aber egal. Seht schon mal. So. Eine ganze Reihe. Ja, hier waren wir eben schon und jetzt sind schon wieder solche da, ne? Oder waren wir da noch nicht? Könnte auch sein, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, hier fehlen Arbeiter, ne? Sieht man ganz klar. Und dann haben die keine Arbeiter und dann gehen die pleite und dann hat sich das erledigt. Hier werden auch noch einige sterben, ne? Noch mal gucken. Da ist ein Friedhof, ne? Da nicht. Hier hinten ist noch was zum Leermachen. Kein Platz mehr. Die sind alle abgeschaltet. Der wird leer. Der kann wieder aktiviert werden. Das passt alles. Der ist aus, der funktioniert wohl. Die funktionieren alle. Ja, und hier kann man schon wieder abreißen, ne? Ja. Bisschen aufräumen. Da gibt es auch ein paar, die sich dann darüber freuen. Ja, hier müsste man mal gucken, dass man diese kleinen Hütchen hier noch recht, ne? So. Ja, hier werden auch noch wieder ein paar mehr dabei sein. Die bald wieder leer stehen werden, einfach aus dem Grunde, weil, ne? Die Häuser nicht bewohnt sind. Beziehungsweise niemand da die Verletzten ab, kranken Toten abholt. Oh, ich glaube, da habe ich gerade, ne, habe ich keine Straße erwischt. Ich dachte, ich hätte die Straße erwischt. So. Wird ein bisschen besser. Ja, gut. Ja, kannst du noch weitermachen. Wir müssen mal gucken. Hier, unsere Zahlen sind natürlich äußerst miserabel. 27.000 Miese. Hier geht es aber jetzt gerade mal mit ein bisschen Plus wieder los. 86.000 Einwohner oder 87. Geht schon mal ein bisschen voran, ne? Was ist das hier für eine Hütte? Turm der hohen Zinsen, okay. Ja, überall sind hier Leichen, das ist unser Problem. Warum sind die gestorben? Weil die alle krank sind, oder was? Hier sind so viele
Arts wachsen zu, ne? Ist das eine Arztpraxis? Ja. Mach die doch mal auf hier. Hier im Krankenhaus sogar. Boah, das ist aber jetzt hier, wir machen richtig miese gerade, ne? Das müssen wir erst das Geld in den Griff kriegen, aber das ist ja ein Teufelskreis, ne? Hast du kein Geld, kannst du nichts aufmachen. Kannst du nichts aufmachen, verlierst du noch mehr Leute. Ja, manchmal ist es so, glaube ich, dass wenn du hier das abreißt, dann sind die auch glücklich und kommen dann eher in die Stadt, ne? Machen wir mal so und dann reißen wir ab, sieht man besser. Leerstehenden Häuser erstmal wegmachen. So. Ah, hier gibt es gleich auch noch drei Häuser, die leer stehen. Da ist nirgends kein Platz mehr in der Mülldeponie. Das kann weg. Okay. Hier ist alles gut. Okay. So. So sieht es doch mittlerweile etwas besser aus. Hier unten geht es mir plus weiter. Wir haben 88,2, also steigend. Die 31 machen mir noch ein bisschen Sorgen. Das ist nämlich ganz schön wenig. Also verdammt viele miese Zahlen sind das. So. Ja, wir reißen schön ab und es wird immer besser und es werden aber auch neue gebaut, wie man gerade schon sieht. Also es kommen Leute. Das ist ganz positiv, ne? Und wir müssen halt gucken, dass wir das hinkriegen, dass es wieder aufwärts geht mit der Stadt. Einfach aus dem Grunde, weil wir brauchen Kohle erstmal und das geht nur durch Steuern, die wir einnehmen. Und da muss man halt mal durchforsten hier. Damit es vielleicht auch da so ein bisschen besser wird. Ja.
zwei Häuser geblinkt. Ganz groß. Wo ist hier das zweite Haus? Ist das hier oder was? Warte mal, hier oben waren drei Stück, ne? Die leer standen. Und die, ne? Bricht aber noch weiter eine Epidemie aus. Ich dachte, die wären schon leer, aber. Naja. Sind aber immer noch überall alle am Kämpfen, ne? Was sagt denn hier unser Balken? Ist ja jetzt schon ein bisschen besser geworden, ne? Nur das eine oder andere vielleicht hinbauen, ne? Zack. Da decken wir die vielleicht ab, oder? Wäre auch schön, wenn es so wäre. Da ist eins, hier fehlt's. Haben wir da noch eins hin? Wie sieht's hier aus? Ja, komm, dann setzen wir da auch noch eins hin. Hier unten ist jetzt besser geworden. Wir wollen mal gerade schauen, wie es mit dem Erdreich aussieht. Okay, das Braune ist schon weg. Ist doch schon schicker geworden. War das denn hier überhaupt? Ja, das war hier, ne? Da stand die im MVA, ne? Naja. Hier sieht alles gut aus. Da oben ist einer, dann ist da einer. Dann müsste man hier vielleicht noch eine haben, ein Krematorium haben, aber naja. Momentan sind wir ja richtig im grünen Bereich. Sieht alles gut aus. Außer hier hinten vielleicht. Zack. Machen wir das da hin. Wer wird's dann besser? Aber hier sind schon wieder alle Häuser leer. Aber das hier liegt jetzt auch gerade in einem Industriegebiet eher daran, dass keine Leute ausgebildet sind, ne? Oder beziehungsweise die fehlen die dann da, ne? Die Ungebildeten wollen die ja haben, weil die so wenig kosten, ne? Ja, Uni. So viele Schlaue brauchen wir nicht, ne? Wir haben sogar zwei, oder? Naja. Grundschulen. Oberschule, noch eine und zwei Unis. Naja, gut. Jo. Nächste Runde müssen wir halt nochmal weitermachen. Gucken, dass wir unsere Zahlen hier noch besser werden. Obwohl sie momentan gerade gar nicht mal so schlecht sind. Wir kommen wohl wieder in einen Bereich, wo man gleich investieren kann. Noch 7000 miese 8000. Müssen wir mal ein bisschen noch weiter aufräumen vielleicht. Dann wird das vielleicht auch wieder positive Ziffern hier geben. Und dann geht's auch wieder voran. Jo, dann würde ich sagen, ne, wenn ihr noch kein Abo habt, dann macht mal ein Abo bei mir, würde ich mich drüber freuen. Genauso wie den Daumen hoch, das wäre auch genial. Dann weiß ich, dass das gut ist. Und ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, ne? Tschüss!